Bevor das Video losgeht, wenn ihr Videoideen habt, beziehungsweise irgendwas aufgedeckt habt, wo ein YouTuber richtig Mist gemacht hat, wie zum Beispiel damals ApoRed bei der Deadstock-Geschichte, könnt ihr mir auf Insta schreiben. Natürlich gebe ich euch, wenn ihr mich auf eine gute Videoidee gebracht habt, Credits. Ich bin ja ein Gönner, nicht? Ich habe vor 8 Monaten ja bereits ein Video über mentale Zuflucht gemacht und mal erwähnt, dass ich mir zwischendurch mal Kanäle anschaue und gucke, was sich seit meiner Kritik so getan hat. Und was soll ich sagen? Der Kanal ist noch schlimmer geworden, als er vorher schon war. Er hat sich ja damals schon durch Clickbait, Betrug und Irreführung ausgezeichnet, aber mittlerweile legt mentale Zuflucht da nochmal eine Schippe drauf. Denn er lügt seine Zuschauer kackendreist an. Ich fasse das alte Video von mir mal kurz für euch zusammen. 9 Minuten 45. Was bin ich für ein verdammter Ehrenmann, dass ich das Video nicht auf 10 Minuten gestreckt habe und das bei 180.000 Klicks. Da haben wir auch meinen ersten Kritikpunkt. Das penetrante auf 10 Minuten Gestrecke. Darin war und ist der Kanal echt ein Meister. Als Beispiel habe ich das Video Was passiert, wenn du ein Jahr nicht redest genommen. Wäre ja mal schön, wenn der Sprecher des Kanals mal für ein Jahr seine Fresse halten würde. Auf jeden Fall wurde das, was im Titel stand und auf dem Thumbnail abgebildet war, mal eben kurz, 10 Sekunden vor Ende des Videos angeschnitten. Und das ist so ziemlich die Kernmasche des Kanals. Wie gesagt, der Kanal dient ausschließlich zur Profitgenerierung. Was mich von mir selber etwas enttäuscht hat, ist, dass ich etwas übersehen habe und das sogar in einem Video, was ich kritisiert habe. Aber dazu gleich mehr. Passt nämlich zu dem, was ich euch heute zu sagen habe. Leider kann ich euch keine Videoausschnitte zeigen. Mein letztes Video wurde nämlich gestrikt. Und nur mit üblem Theater konnte ich das Video wieder online gehen lassen. Und auf den Scheiß habe ich ehrlich gesagt nicht schon wieder Lust. Quellen sind alle in der Beschreibung, damit ihr auch nachschauen könnt, ob das stimmt, was ich sage. Um auf den Punkt zu kommen. Mentale Zuflucht ist ja ein Wissenskanal. Und sollte einem auch etwas Schlaues mitgeben. Tut er aber nicht. Im Gegenteil. Zum Großteil wird einem nur in die Fresse gelogen und gequälte Scheiße gelabert. Aber Hauptsache, man kann schnell etwas zu einem viralen Thema sagen, ohne zu recherchieren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eine Kleinigkeit bei der Kritik an dem Video 10 Dinge, die du nicht über Fortnite weißt, übersehen habe. Um das Video schnell zusammenzufassen, die Dinge, die wir nicht über Fortnite wissen, sind: Fortnite war mal kostenpflichtig, wusste man. Es ist mittlerweile ein Free-to-Play-Spiel, wusste man. Man wird gesperrt, wenn man hackt. Ach, echt? Dass das Spiel so populär ist, liegt am Zombie-Modus. Alles klar. Es gibt in der Runde keine Musik. Muss ich dazu eigentlich noch was sagen? Das ganze Video läuft so ab. Naja, fast. Er hat zum Beispiel behauptet, dass Fortnite im April 2018 10 Millionen Spieler geknackt hat. Und das ist, sagen wir, knapp daneben. Und jetzt kommt der Knaller. Fortnite ist 2017 erschienen und das erste Free-to-Play-Spiel von Epic Games. 2017 ist also vor dem 30. November 1999, an dem Unreal Tournament rauskam? Ich meine, Unreal Tournament ist ein ziemlich populäres Spiel, dem Rage Kid sei Dank. Es hätte halt eine Minute Recherche gekostet, rauszufinden, dass Fortnite nicht das erste Free-to-Play-Spiel von denen ist. Man könnte jetzt denken, ja, war bestimmt nur ein Flüchtigkeitsfehler. Ist aber nicht so. Ist absolut Konsens bei ihm. Schauen wir uns dafür mal folgendes Video an. Jet, Jackie, Arnold, Sylvester. Das ist mit den beliebten Schauspielern passiert. Oder auch nicht passiert. Erstmal schön, wie auf dem Thumbnail ein Bild von Sylvester Stallone aus Creed genommen wurde, auf dem er komplett fertig aussieht. Clickbait auf dem schönsten Wege. Dadurch, dass Sylvester auf dem Thumbnail aussieht wie Miguel Pablo nach einer durchgemachten Woche und 5 Kneipenschlägereien und der Wahl des Titels, was mit dem Schauspieler passiert ist, soll zeigen, dass es ihm absolut scheiße geht und er richtig am Arsch ist. Mit ihm ist in der Tat was passiert. Er ist nämlich alt geworden. Wie jeder Mensch. Oh Wunder, oh Wunder. Danke, dass du uns mit dem Video darauf aufmerksam machst, dass man altern kann. Das hätte ich ja fast vergessen, Mensch. Über Jet Li wird behauptet, dass es ihm blenden geht. Jetzt kommt das Meme, er leidet an Hyperthyreose, also einer krankhaften Überfunktion der Schilddrüse. Bei Jet Li ist es sogar so weit gekommen, dass ihm Ärzte geraten haben, mit den Actionfilmen aufzuhören, damit er nicht im Rollstuhl lande. Er hat sogar Probleme damit, etwas länger zu stehen. Dazu kommt noch, dass mentale Zuflucht behauptet, dass Jet Li sein Filmdebüt, also seinen ersten Auftritt in Lethal Weapon 4 hatte. Der Film startete im August 1998 in deutschen Kinos. Dass Jet Li seit 1982 in 29 anderen Filmen mitgespielt hat, ist dementsprechend nicht richtig, oder? Also wenn man einen Film übersehen hätte, wäre das ja noch okay. Aber 29? Wie kann einem sowas passieren? Es gibt aber bestimmt keine weiteren Fehler in dem Video, oder? Wenn man mal davon absieht, dass er behauptet, dass Nicolas Cage in keinem großen Film mehr mitgespielt hat, Snowden, Spider-Man, oder dass Jackie Chan sich als Ziel gesetzt hat, Bruce Lee zu kopieren, obwohl man weiß, dass er schon immer seinen eigenen Kampfstil hatte und sein Publikum mit Humor unterhalten wollte,
da fällt mir mal auf. Bei 4 von 5 Schauspielern wurden Lügen verbreitet. Ach, dann sind ja nur 80% falsch, das geht ja noch, Mensch. Dann werden uns in dem Video, das ist, was jeder Astronaut zu verbergen hat, ja bestimmt nur hochqualitative Fakten auf den Tisch gepackt, oder? Sind wir mal ehrlich, schauen wir uns das Thumbnail an, wissen wir sofort, was das für eine Art von Video ist. Meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sie wurden überboten. Es wird 11 Minuten gequälte Scheiße gelabert, die nichts mit dem Titel zu tun hat. Und das hat selbst die Community von ihm gemerkt. Also, um es zusammenzufassen, hier wird ein Clickbait-Thumbnail in Kombi mit einem reißerischen Titel präsentiert, der so viel mit dem Videoinhalt zu tun hat, wie Reaction-YouTuber mit Arbeitsaufwand oder Da Vinci mit Spannungskurven in seinen Videos. No front, Bruder, ich hab dich lieb. Dazu dann 11 Minuten wirres Geschwurbel, das alle 1,8 Minuten von Werbung unterbrochen wird. Naja, das gibt den Aluhüten wenigstens Zeit, wieder abzukühlen. Dieser Kanal wird einfach immer und immer peinlicher. Ich bin durch mit dem Thema. Zum Kontrast habe ich heute eine Empfehlung eines kleinen YouTubers, der so einiges richtig macht. Der Kanal, um den es jetzt geht, heißt Bodygam.mp4. Ich möchte euch da nicht zu viel vorwegnehmen, es geht um Memes, so viel sei gesagt. Er hat sogar einen Rewind von mir hochgeladen, der Link ist in der Beschreibung. Schaut das Video auf jeden Fall an und lasst ihm beste Grüße von mir da. Ich musste wirklich herzlich lachen.